So, okay. Glaube, wir werden mal zurück ins Hotel gehen und dann schnappen wir uns mal ein bisschen Käse. Dann statten wir den Hund mal einen Besuch ab und dann werden wir mal schauen, ob wir uns nicht zum Vulkan hochschleichen können. So. Rein in die gute Stube. So, hier hinten war der Käse. Ach ja, oh, ich habe ihn schon wieder völlig vergessen. Dann, Holzbohrer, Meißel. Yes! Okay. So. Das sieht nicht halb so appetitlich aus. Okay, ungeschmolzenes Stück Nacho-Käse. Der Hund will doch bestimmt Käse. Jeder Hund mag Käse. Keine Sorge, ich bin am Ball. Ja, nein. Hier lang. Wir wollen zum Friedhof. Okay. So, der Moppi war ganz hinten. Ja. Rennen vorbei an den Gruften. Und da ist er ja schon. So, mal schauen, ob ihr in der köstliche Duft von Käse aufwecken kann. Und wir probieren es mal aus. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Nein, kein Käse. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Oh, jeder Hund mag Käse. Das, haben wir noch irgendwas anderes? Halb gegessene madige Biskuits. Oh, kein Hund kann madigen Biskuits widerstehen. Ja, komm her. Ja, komm hier. Hier, komm. Boah. Au, er hat mich gebissen. Ja, ausgezeichnet. Dann können wir ihn jetzt so ein bisschen Krauli-Kraul machen. Kein Krauli-Kraul. Ich brauche Haare. Hab ich Haare? Hab ich Haare bekommen? Nein, ich habe keine Haare gekriegt. Kann ich ihn nicht streicheln? Kann ich immer noch nicht streicheln. Mist. Stinkendes Hundehaar! Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Hey, ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Na, keine Gewalt gegen Tiere. So, wir haben die Haare, wir haben den Pfeffer. Jetzt brauchen wir noch ein Ei. Und ich weiß schon, wo wir das finden. Oder? Ich glaube. Ja. So. Wir wollten zum Strand. Okay. Auf zum Strand. Hierher wollen wir. Da so. Da ist das Ei. So. Ist ja schon sehr auffällig hier mit den Felsen. Wir haben ja schon, zufälligerweise, haben wir ja schon ein Kissen, das den Fall doch hoffentlich abfedern sollte. So, ich nehme mal den Hammer. Das könnte funktionieren. Yes! Ausgezeichnet. Und wir haben das Ei. Dann, die Rezepte sind ja... Ja, wir müssten das Ei, den Pfeffer und das die Haare haben wir alles dabei. Okay, ich würde sagen, wir müssen jetzt einfach nur zu unserem verkaterten Barmann und
der macht den Rest. Hoffe ich doch. Ja, mega guter Schnitt. Danke, Zukunfts-Ich. Wir haben alle Sachen beisammen. Und gleich werden wir mal sehen, ob es dem Barmann dann auch genügt und auch ausreicht. Damit er wieder auf die Beine kommt. So. Hey, Barmann. Ich habe ein Ei für dich. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Naja, sagt er danke. Dann habe ich wunderbare stinkende Hundehaare. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Okay. Lass mich raten. Er sagt danke. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Aha. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Es ist blau. Und es scheint zu wirken. Ah, viel besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Dankeschön. So, ich möchte einen Drink, bitte. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Wie läuft das Geschäft? Und ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Ja, wir stellen uns erstmal vor, oder? Oder beziehungsweise wir fragen erstmal, wer er denn überhaupt sein soll. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Der ist schrecklich, schrecklich. Was weiß er denn über den verlorenen Ring? Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Ah, das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Ja, bloß nicht. Ja, wirklich eine traurige Geschichte. Familie kann man sich nicht aussuchen. Deshalb haben wir ihn wahrscheinlich auch verkatert angetroffen. Solch ein Leid und dieser modrige Kasten scheint wohl nur mit reichlich Alkohol zu ertragen sein. Okay, rein hypothetisch. Wie würde man denn das Grab ihrer Tante kommen? Ja, machen wir das mal. Rein hypothetisch, wie würde man in das Grab ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Oh Mist. Okay. Ja gut. Nein, ganz bestimmt nicht. So, wie komme ich denn rüber zur Totenkopfinsel? Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja. In einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte,
zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist, wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Ja, wirklich gruselig. Aber das ist ja schon mal ein ordentlicher Hinweis zu einem nächsten Rätsel. So, ja. Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja. Okay, die Gespräche hatten sie wahrscheinlich schon öfter. So, warum versuchen sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Oh ja? Nein. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Haben Sie die Holzkohlen ans Zuder herausgeholt? Haben Sie Gedichte im Originaltext rezitiert? Haben Sie leckere Köstlichkeiten gegrillt? Ja, haben Sie mit einem extravaganten Feuerwerk die Sinne betäubt? Ja, komm. Haben Sie mit einem extravaganten Feuerwerk die Sinne betäubt? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend genau um 6 Uhr brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Ja, das ist alles. Ein Grill, das ist die Unterhaltung. Besteht da nicht eine gewisse Brandgefahr? Also, was macht dem Zauber ein Ende? Hört sich lustig an. Ich halte sie nicht länger von ihrer Arbeit ab. Ja. Also, was machte dem Zauber ein Ende? Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Ja, okay. Wir kennen ja auch schon die Ursache und machen wir mal weiter. Die Gäste sind dann weggeblieben. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt fragen. Aggressives Marketing. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete, Aufkleber, umfassende Printkampagnen. Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen mit der Aufschrift. Meine Eltern waren auf Blood Island und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Ja, vorherein auch. Okay. Ich glaube, das war's. Das war ja auch das informativste Gespräch in jedem Adventure überhaupt. Also, wir müssen den Leuchtturm reparieren. Wir müssen dem Vulkan einen Besuch abstatten und... Ja, wir müssen sterben. Wir müssen in einem LucasArts Adventure sterben. Okay, na dann, dann gehen wir mal. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Wir wollten uns verabschieden.
Okay, ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Tschüss. So, ja, ihm haben wir geholfen. Wir müssen sterben. Aber ich glaube... Du grüne Neune? Was wollen wir eigentlich auf der Totenkopfinsel? Haben wir das jetzt schon irgendwie mitgekriegt? Ich bin gerade ein bisschen... Stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zu unserer Crew. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was abgreifen. Ach, wir gehen erstmal zu Elaine. Okay. Na gut. Ja, dann. Haggis, altes Haus. Haggis? Hi. Ich wollte ihn mal nach der Lotion fragen. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Ja, ja. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Verstehe. Ei. Und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Okay. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Ich habe alles mitgeschrieben. Okay. Ja, besteht dann die besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Okay, ja gut. Mir fällt da gerade schon was ein. Okay, ich lass dich wieder an die Arbeit. So, ich glaube, wir haben ja ein bisschen ungeschmolzenes Stück Nacho-Käse. Mehr könnten wir eigentlich auch nicht holen. Ich glaube, wir statten dem Dorf nochmal einen Besuch ab. Ach, wir wollten ja auch noch zu Elaine. Was ist denn das hier? Okay, ja gut. So, wir brauchen eine Verkleidung. Oh, ein Tuchblock. Das ist doch... Ja, das war gar nicht eklig. Wir müssen uns eine Maske machen und dieser wunderbare Tofu-Block werden wir mal mit unserem Meißel bearbeiten. Das sieht wie eine Maske aus. Oh ja! So, Maske aufsetzen. Nicht essen, aufsetzen, Guybrush. Nein. Ja, okay. So. Okay. Geht's. Man sieht mit den Augen. Guybrush, du siehst wirklich bescheuert aus. Aber es ist eine gute Verkleidung. Mal gucken, ob die Ureinwohner darauf hereinfallen. Ich muss sie nicht in den Kopf. Okay. Das dauert ewig und 3 Tage. Ja, hallo, Lemonade! Zitronenbirne, okay. Endlich bist du da. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand! Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe.
und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Ja, das war eine mega gute Vorstellung. Dann, lecker. So, ja, und sonst so? Kann man... Nö, die kann man nicht fragen. Ananaskopf und Bananenkopf? Naja. Okay, ja, dann, Ich komme nicht dran. Ja, Mist. Ach, hier hin? Kann ich hier? Wo ist die? Hä? Du stehst doch direkt hier. Wo ist denn da das Problem? Hier? Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Rennt um euer Leben! Aber ein bisschen sein. Oh Gott. Okay. Hurra! Die Attraktion! Eigenhändig haben wir das von Suppe-Imperium gerettet. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Das stimmt wohl, Guybrush. Okay, auf zum Hotel. Meistersuppe, das ist ja Meistersuppe. Von Suppe, also bitte.